kommt mir nur so vor oder höre ich hier auf der Oberwelt auf einmal eine andere Musik als sonst? Naja, egal, neuer Part, neuer Level. Und dieser neue Level spielt scheinbar neben einem Toadhaus. Gut, Schlüsselblume. Schlüsselblume, gibt's nicht wirklich eine Blumenart, die so heißt? Ich kenne mich mit Pflanzen und so leider nicht so gut aus wie mit Tieren. Okay, Schlüsselblume, ich muss gerade echt überlegen und... Okay, jetzt kann man hier auf einmal schon einen grünen Farbstern. Und ich wollte eigentlich nur Farbe haben, obwohl ich eh schon Maximum Farbe habe. Was ist das für eine komische Flagge? Sieht irgendwie aus wie, ja, wie so eine klassische Mario Bros. Flagge am Ende eines Levels. Ihr kennt doch die, oder? Mit einem Jump obendrauf und da ist ein Toad und ein Toadhaus und ein grüner Farbstern. Was zum alles in der Welt geht hier vor sich? Kannst du mir mal... Wow, ein Oranger? Oh Gott, was ist hier noch los? Hier wohnt der Professor. Professor? Der Professor studiert Fossilien und andere alte Dinge. Jemand wie ihn nennen wir im Fachjargon ein Urgestein. Okay, sag bitte, wenigstens dieser Professor ist kein einfacher Tod, denn wenn der jetzt auch so langweilig aussieht, dann gestehe ich ein, dass das Spiel zwar interessante Charaktere hat, aber allesamt einfach nur lausig aussehen. Okay, das ist aber gar nicht mal so uninteressant. Ich bin mir ziemlich sicher, jetzt kommt das Kapitel, wo wir früher oder später auf Dragadon stoßen werden, denn wir haben ja schon im Trailer gesehen, dass der ja anfangs ein Fossil ist und dann irgendwie wiederbelebt wurde. Ich denke mir ja noch, wieso kann ich da nicht rein? Okay, jetzt wird es aber richtig interessant. Ich skribbelt mir richtig. Das ist auch ein einfacher Tod. Man hätte ihm doch wenigstens eine Brille oder so aufsetzen können. Willkommen zurück. Ach so, nein, das ist er nicht. Willkommen zurück, Professor. Ich habe die blauen Kisten genauso angeordnet, wie Sie wünschten. Oh, du bist nicht der Professor. Wie kann ich helfen? Ich bin nicht sicher. Wir müssen wohl mit dem Professor sprechen. Wir suchen nämlich den verlorenen Farb... nach dem verlorenen Farbchen und... Es ist eine ziemlich lange Geschichte, aber einen kommt mir vom Vorgaben des Professors aus sehen. Ja, sogar zwei Farbsterne. Sind die Farbsterne denn sehr alt? Denn der Professor interessiert sich hauptsächlich für den sehr alten Kram. Ihr wisst schon, Fossilien, Ruinen, sowas halt. Und ja, sein Katharinchen, das geht ihm über alles. Ist das dieser Jump, der da hinten auf den Bildern oben ist? Da fehlt mir ein, der Professor ist gerade mit Katharinchen in den Mammutbaum vorausgegangen, aber sie sind schon so lange weg. Ehrlich gesagt, wenn wir langsam etwas hören, soll ich etwas unternehmen, einen Suchtraum organisieren? Nein, mein erster Instinkt war richtig, einfach hier stehen bleiben und auf das Beste hoffen. Okay, ein Chomp, ein weiblicher Chomp. Wenigstens endlich mal einen weiblichen Charakter. Sie spielt so gern. Süße Fotos, so goldig. Ah, das kitzelt. Okay, dieser Professor sieht auch nicht gerade vom Design her wesentlich besser aus. Warum sind alle Toads? Ich meine, ein Professor wie Professor Gumbart ist doch richtig genial, aber warum sehen die alle so gleich aus? Und sag bloß, dieser Chomp, den wir da gerade... Das sieht unfassbar realistisch aus. So sieht mein Hintergarten auch aus. Wie viel Assistenten hat er, wenn ich fragen darf? Aha, hier kann ich was ausschneiden. Gut, habe ich mir irgendwie gleich gedacht. Muss ich da was einsetzen? Ich glaube schon, sieht zumindest so aus. Aber was? Oh, puh. Jetzt bin ich ein bisschen ratlos. Ich habe nicht wirklich eine Ahnung, was ich da einsetzen soll. Die Katze vielleicht? Nee. Bevor ich jetzt irgendwas einklebe, was da nichts bringt, erkundige ich mir mal lieber kurz bei dem Tod da. So einen ähnlichen Hintergarten wie den hier mit Scheunen und so habe ich auch. Okay. Forst ist in den Wald ist also gegangen. Das ist Katharinchens Kuschelkammer. Der Professor besteht darauf, dass ich es so nenne. Tue ich es nicht, kürze mein Gehalt. Okay, Moment mal, Kettenhund. Es war ja, wer sich ein bisschen mit der Hintergrundgeschichte von Stickerstar beschäftigt hat, weiß ja, dass es für Stickerstar ja wirklich ursprünglich echte Partner geben sollte. Die wurden dann entfernt und einer dieser Partner, der einzige Partner, der mal gezeigt wurde, war ein Chomp oder ein Kettenhund halt. Schade, dass der entfernt wurde. Darüber beschwere ich mich bei Nintendo heute noch, dass sie doch ernsthaft den schönen alten... Ah, deshalb war da so eine... Was, der... Der Farbstern. Okay, da hinten kamen wir her. Tor. Der Farbstern war aber eher leicht. Okay. Aber ich bin mir ziemlich sicher, den grünen bekommen wir erst, wenn wir da das richtige Item einsetzen. Ich schätze mal, dieser Farbstern führt uns mal dahin, wo der Professor sich gerade aufhält. Gut. Professor, Professoren sind ja in der Paper Mario Serie nichts Neues. Wir erinnern uns an den alten Gumbart aus Paper Mario 1. Oh, sag bloß, es kommt etwa der Zuglevel. Ja, das war auch schon länger. Bestätigt. Schon im allerersten Trailer war dieser Zuglevel hier auf der Oberwelt zu sehen. Kupfer Canyon. Ja. Ein Zuglevel. Ähnlich wie der gute alte Glimmerliner. Oder der, wie hieß der Zug in Paper Mario 1 nochmal? Weiß ich gerade gar nicht. Naja gut, der Level war aber eher kurz. Tatsache. Boah, das nenne ich mal eine Dampflokomotive. Ihr wisst ja bestimmt, dass ich ein großer Fan von Thomas der Lokomotive bin. Sagen wir von den alten Folgen. Die neuen Folgen sind kacke. Aber darüber habe ich schon oft genug in anderen Videos geredet. Aber ich muss es nochmal tun. Thomas wurde einfach ruiniert.
So ähnlich wie, ich suche ein Beispiel. Sonic, mit Sonic Boom, ungefähr so. Ah, gut. Hey, das Leister muss eingefärbt werden. Hey, soll ich ihn denn noch groß einfärben? Ich hab's doch jetzt eingefärbt, oder? Wieso passiert denn nichts? Hey, Herz, ich möchte Anstoß und das Herz haben. Was ist denn hier los? Okay. Hallo Marie, zieh das einmal an, ja? Ah, da drüben haben wir schon Dragadon, das Fossil. Wir haben eine wichtige Entdeckung gemacht. Jetzt müssen wir ganz vorsichtig sein, wie wir es ausgraben, genau wie der Professor gesagt hat. Das stimmt wirklich, mit Fossilien muss man vorsichtig umgehen, wenn man die ausgräbt. Das kann passieren und auf einmal, bumm, alles hin. Halt! Da war eine Plattform, da möchte ich hin. So hoch mit dir. Genau hier, das möchte ich hier einfärben. Was war eigentlich gerade mit der Schiene los? Okay, wie gesagt, für Stickers, da war ja ursprünglich wirklich ein Kettenhund-Partner geplant. Wurde leider entfernt, aber trauen wir dem jetzt nicht hinterher. Vielleicht gibt es sogar Kettenhunde in dem Spiel als Gegner und vielleicht auch als Partner Karten. Tut mir leid, aber hier ist der Zutritt verboten, außer dass eine Erlaubnis. Weißt du, wir haben ein sehr seltenes Fossil gefunden. Das darf hier nicht einfach jeder nach Belieben herumlaufen. Wenn man sich nicht auskennt, trägt man vielleicht auf einen uralten Knochen. Alles war vergebens. Das sehen wir ziemlich alt aus. Wenn du dich trotzdem umsehen willst, sprich mit dem Professor. Zurzeit geht er auf Gutschlüsselblume seinen Forschungen nach. Oh, wie frustrierend. Wenn mir jemand sagt, dass etwas verboten ist, will ich es nur umso mehr tun. Außerdem rieche ich ganz deutlich, dass es hier irgendwo ein Farbstern befindet. Komm schon, fragen wir diesen Professor, ob wir uns auf seine Ausgrabungsstätte umsehen dürfen. Ja, aber wo ist der Professor? Ich glaube, ich müsste den grünen Farbstern einsammeln, um das herauszufinden, oder? Das stimmt übrigens wirklich, das ist sehr schön realistisch. Ich kenne mich ja mit Fossilien ein bisschen aus, hauptsächlich von Animal Crossing. Da gab es ja auch diese Geschichte mit den Fossilien. Sehr schöner Zug, sogar die Insignie ist oben drauf. Hier führen die Gleise nun die leere, ereignislose Wüste. Mache das, da müssen wir nicht unbedingt hin. Okay, ich werde also gleich wieder zurückgeschickt. Ich kenne mich gerade nicht ganz aus. Also wenn ich wirklich zu diesem Professor muss, der mal wieder ein lausiger Tod ist. Mein Nintendo. Warum hättet ihr nicht Gumbart einbauen können? Das hätte so schön gepasst, hätten sie den alten Professor Gumbart eingebaut. Das hätte wirklich gepasst, muss ich sagen. Das wäre richtig witzig gewesen. Was haben die hier eigentlich? Mit dem Zug. Muss ich mit dem Zug irgendwas machen? Es gibt ja später ein Level, wo man auf dem Zug wirklich oben ist. Erinnert ihr euch? Wurde ja in einer Rescue 5 Episode gezeigt, dass man da wirklich auf einem Zug oben ist und so durch die Wüste tuckert. Ja, so ähnlich wie der Glimmerliner, sag ich doch. Gut, aber... ja, ich habe schon von dem Level 64% hier fertig. Okay, das Spiel hat manchmal echt, muss es sagen, Passagen, wo man nicht genau weiß, wie es weitergeht. Übrigens, ich war gerade eben, glaube ich, schon wieder in einem anderen Bereich, oder? Gut, wo ist denn jetzt der Professor? Ich brauche ihn und zwar dringend. Naja, aber das stimmt übrigens wirklich mit den Fossilien, dass man, wenn man die nicht sorgfältig ausgrabt, dass es da wirklich ganz schnell kaputt gehen kann. Ich kenne mich mit Fossilien wirklich aus. Übrigens, das gerade eben war ein Dragadon. Ihr kennt doch Dragadon, der Boss aus Captain Todd Treasure Tracker. Ist bekanntlich ein Spezies und kein Charakter, wie wir ja mittlerweile wissen. So, also, wo geht's lang? Gut, ich werde jetzt mal was Riskantes machen. Nämlich, ich werde die Glückskatze hier einfügen. Das ist die einzige Möglichkeit, die mir im Moment bleibt. Denn im Moment weiß ich ehrlich gesagt mal wieder nicht genau, wie das geht. Und ich werde, wenn die Glückskatze nicht reinpasst, schneiden. Aber Katzen und Hunde vertragen sich ja nicht so gut. Und? Oh Gott. Okay. Cut, 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 ich möchte die Glückskatze wieder haben. Oh, ich habe die Wii U neu hochgefahren und musste ehrlich gesagt nachschauen, weil ich einfach nicht gewusst habe, wie es weitergeht. Mann, also manchmal frage ich mich echt, was Nintendo bei solchen Verstecken denkt. Hier in die Hundehütte kann sie Mario reinquetschen. Ja, diese gute alte, dass er sich durchquetschen kann, gab es ja schon in Paper Mario 2 und auch in Mario und Luigi Paper Jam. Tja, und dieser Farbstern da oben führt uns, wie ich gedacht habe, weiter. Gut, in dem einen Canyon brauchen wir, glaube ich, wirklich erst die Erlaubnis vom guten Professorschirm. Okay, ein schöner Schuppen und so habe ich, wie gesagt, auch. Okay, Glückskatzenkopie. Sag doch, irgendwie brauchen wir in dem Kapitel die Glückskatze. Oh, und hier haben wir gleich mal das nächste Dings, das Schwein, das haben wir auch schon gesehen. Auf GameXplay, da hat er ja extra mal so ein Video gepostet, wo man dieses Schwein hier benutzt hat für eine Attacke. Sparschwein, ja, das Sparschwein, eine sehr... dämlich aussehende Attacke, muss man sagen, aber sie erfüllt ihren Zweck. Und ich glaube, hier brauche ich jetzt dann das Papier realisieren, genau. Hier, oder? Nein, der Weg muss genau bei diesem Dings da. Nicht hier. Ja, hier.
Was? Nein? Da geht's doch gut. Oh, ich glaube, ich weiß, wie das geht. Ich muss hier aus, oder? Oder so. Nein, das war eh richtig, das war richtig. So geht's hoch. Genau. Dann seht ihr genau hier die Linie. Puhuhu. Manchmal gibt's echt Passagen in dem Spiel, wo man selber nur denkt, was um alles in der Welt. Aber gefällt mir, muss man sagen. Dieses Kapitel, nenne ich es jetzt einfach mal, sieht ganz nett aus. Übrigens, einige haben mir gesagt, mit Y, nicht mit Y, das rede ich für einen Schwachsinn, mit Select, also Minus, könnte ich das, was am Gamepad zu sehen ist, auf dem Bildschirm verfrachten. Aber scheinbar stimmt das nicht. Gut, ich bin sicher, wir kommen in den Level nochmal zurück, falls ich jetzt irgendwo Farbflecke übersehen habe. Gut, gefällt mir mal wieder sehr gut, dass wir mal wieder quer durch die Level gescheucht werden. Gab es ja in den Mario und Luigi Spielen, da hat mir das immer sehr gut gefallen. Gut, ein Wald. Mal sehen, ob wir Wiggler wieder treffen werden. Hier tauchen ja auch, glaube ich, wieder die Rescue 5 Toads auf, laut der ersten Episode. Habe ich da jetzt eigentlich 100%? Ja, das läuft. Und das Ding habe ich schon wieder gefunden? Und mal wieder kann ich die Schnick-Schnack-Schnuck-Arena gar nicht erreichen. Gut, wie gesagt, dieses Sparschwein da sieht ja ziemlich dämlich aus, wenn man das im Kampf verwendet. Das wurde ja auf Game Explain gezeigt, in der Geistervilla. Okay, Mammutbaum Forst. Klingt gut. Ich mag Wälder. Ich liebe die Natur. Wie man sagt, ich fand den Level aber gerade eben gut. Ich meine, Gutshof und so. Ich bin sicher, ihr kennt den Ausdruck. Gut. Ist ja sehr bauernhaft. Ihr wisst ja, ich wohne ja auf dem Land. Naja, nicht immer. Es gab dieses Jahr und auch letztes Jahr eine Phase, wo ich mal eine Wohnung in Wien hatte. Aber das war nur eine Phase, wie man sagt. Ja, und ich kenne mich halt damit aus, wenn ihr versteht, was ich meine. Boah, Mammutbäume. Ja, Mammutbäume gibt es im echten Leben wirklich. Meine Güte, dieses Kapitel ist so realistisch. Das mit dem Fossil, dass das so wird. Nein, das sah mir gerade ziemlich weiß aus. Sag bloß, das ist der Level, wo dann auf einmal ja diese Riesengegner auftauchen. Das wurde ja auch schon in Trailern gezeigt. Ich finde das unfassbar realistisch, das, was wir in dem Part alles erleben. Denn. Naja, Fabian, erzähl uns einfach mal. Den Mammutbäume gibt es ja in Amerika wirklich und die werden wirklich so groß wie diese Riesenbäume hier. Und wir sind ja von Mario, seit Super Mario Bros. 3 bekannt, dass es immer eine Welt gibt, die riesengroß ist. Sag mal Mario, bilde ich mir das nur ein oder stimmt an diesem Wald irgendetwas nicht? Ich kann aber nicht genau sagen, was es ist. Hinter euch, ein Riesenkumba! Ja, ihr mit den Augenbrauen zwinkert. Ah, ich hab's! Alles ist riesig! ja. Was? Der hat nicht gegolten, der erste Angriff? Okay, endlich mal wieder ein bisschen Action. Gut, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen geflasht von dem Part, muss ich sagen. Und ich bin mir ziemlich sicher, für die hier soll ich diese großen Sprünge und großen Hämmer einsetzen. Das nenne ich mal einen Goomba, oder? So einen riesen Goomba hatten wir eigentlich noch nie gesehen, oder? Weiß ich jetzt eigentlich gar nicht genau, aber... Doch, in Super Mario Galaxy 2 gab es riesen... Oh, das ist stark. Also in Super Mario Galaxy 2 gab es wirklich riesengroße Goombas, wer das ja noch weiß. Boah, das war was, die riesen Goombas dort, erinnert ihr euch? In Super Mario Galaxy 2. In Paper Mario, ich muss gerade überlegen, peinlich aber wahr. Gab es in Paper Mario mal ein Kapitel, wo alles riesengroß war? Das ist ja eigentlich eher bekannt für Super Mario Bros. 3 oder Newer Super Mario Bros. Wii, den Hake, den ich auch im Moment ist. Alter, wie viel KP haben die? Und wie viel Angriffskraft haben die? Wow. Wenn der eine Hüpfpushen jetzt nichts bewirkt und ich nicht kontere, bin ich erledigt. Das ist euch schon klar. Alle, bitte mach ihn doch endlich mal kalt. Ja. Wow. Ab jetzt wird's haarig. Ab jetzt sind die Gegner echt schwer. Aber wie man sagt, ich finde das eigentlich richtig schön realistisch, muss ich sagen, das, was wir in dem Part bislang gesehen haben, mit den, vor allem das mit dem Gutshof. Ich meine, ich lebe ja auf dem Land in einem Dorf, wo ungefähr alle Häuser so aufgebaut sind, wie dieser kleine Gut, Schlüsselblume oder wie es gerade eben hieß. Ich weiß es gerade nicht mehr. Sogar die Münzen sind riesengroß, ja. Wie man sagt, und diese riesengroßen Mammutbäume, die gibt es ja auch im echten Leben. Hi! Was mache ich gegen die? Die sind so riesengroß. Ich verbrauche mal diese Katzenkopie, die wir da gerade eben bekommen haben. Die echte behalte ich natürlich, aber die Kopie benutze ich jetzt einfach mal, denn diese Riesengegner sind doch... ja, normal sind sie nicht. Jetzt wollte ich schon sagen, die sind nicht normal, aber das sind sie ja...
Ich habe schon gedacht, was ist jetzt mit meiner Capture-Dings los? Capture-Box habe ich ja eigentlich nicht. Ich habe HDMI-Eingang in meinem PC. Capture-Box habe ich auch, aber ich benutze ihn nicht mehr, seit ich diesen neuen PC habe. Habe ich ja in einem anderen Let's Play neulich mal erzählt. So. Ich finde es bei den Diensten in dem Spiel ehrlich gesagt nicht mehr gut. Das ist im Gegensatz zum Vorgänger Sticker Star, man während diesen Diensten nichts mehr drücken kann. Also wenn ihr versteht, was ich meine. Das macht es ein bisschen zu einfach. In Sticker Star musste man wenigstens noch was drücken, damit die Dinge ordentlich funktioniert haben. Alter Schwede. Pilz? Und ich brauche was ganz Starkes. Was haben wir denn da Schönes? Kein Dings. Ich brauche irgendwas Starkes. Die Ventilator-Kopie mach ich mal. Kann ja nicht schaden. So, wow, die kommen mir hier echt vor wie Bossgegner. Ja, wenn man nicht auflevelt und nicht genug Farbe hat, dann kann es schlecht aussehen. Sag ich doch, Level-Ups in dem Spiel bringen was. Wenn sie nur die Angriffskraft ein bisschen erhöhen würden. Aber andererseits, dann ergibt dir das Ganze mit den Stickern und so und den Karten, meine ich, keinen Sinn mehr. Gut, was wollte ich sagen? Erstmal das mit dem Gutshof da, dass da im Hintergrund so eine Scheune, ein Lagerraum und so ein... Das ähnelt eigentlich meinem Haus sehr. Ich habe auch so einen Lagerraum wie er da hinten, zwar einen viel größeren als er, also wie der Professor da gerade. Und ich habe auch hinten so ein Gehege, auch ein größeres, habe ich auf KR Kittens, dem Kanal meiner Familie. Eigentlich gehört er ja KR Kittens, ich bin sicher, ihr wisst, wer KR Kittens ist. Viele denken immer, das wäre mein Zweitkanal, KR Kittens, aber... Eigentlich von meiner Mutter, die halt im Internet halt als KR Kittens bekannt ist und halt auch in den Mario Partys und immer so mitspielt. Aber, ja, ich bin sicher, ihr wisst, was ich meine. Hoffentlich. Aber wie gesagt, da mache ich auch mal Videos auf dem Kanal von meinen Katzen. Und ich habe halt auch so ein Gehege für meine Katzen. Habe ich auf meinem Kanal sogar mal gezeigt. Gar nicht auf ihrem. Jetzt mal Erstangriff, super. Aber der Erstangriff, der bringt halt kaum was. Aber andererseits, ich bin ja jetzt ein bisschen stärker. Hat aber trotzdem kaum was gebracht. Alter, Riesenbumbas, Mann, mir langsam echte Probleme. So. Mal sehen, was das bewirkt. Ich muss ja praktisch in jedem normalen Kampf jetzt ein Dings verprassen. Oh, aber das war gut. Wenn ich jetzt noch die Sprünge gut ausführe. Aber andererseits, das waren dumme abgenutzte Sprünge. Und das war gerade eben auch nicht sehr schlau. Vielleicht... Komm, gib... Ihm! Den! Nein! Vielleicht hätte ich es schaffen können. Aber nur vielleicht. Boah, die sind echt sowas von stark! Was mache ich denn da? Wisst ihr was? Ich mache mal einen Eisensprung. Den hatten wir in dem Let's Play bislang noch gar nicht. Doch, im letzten Part. Na gut, Pilze, die vielleicht wir gebrauchen können. Ich habe eh so viel Pilze. Gut, aber ich glaube, ja, der ist effektiv. Super, jetzt bekommen wir auch langsam aber sicher die guten Karten. Ja. Wow. Komme ich da rüber? Soll ich da rüberkommen? Ja, aber es gibt ja in Amerika wirklich diese riesen Mammutbäume. Das ist ja sehr realistisch. Und auch das mit dem Hof gerade eben und so. Das Kapitel ist irgendwie richtig schön realistisch. Also ich sehe jetzt alles als unterschiedliche Kapitel, was halt zwischen den Bossen ist. Also das hier ist jetzt Kapitel 2, seit wir Morten vor ein paar Parts besiegt haben. Hat aber im letzten Part schon ganz gut angefangen, der Level. Mit Fabians Geheimnis. Und jetzt hier der Riesenwald, in dem... Das ist natürlich ein Paradies für einen Professor, denn ihr merkt ja... Ja, Professor Gumbart, ich finde immer noch, der hätte hier hingehört. Den kann ich ja nicht mal ausschalten, hier den Block. Ich muss irgendwie nach oben kommen. Oh! Nicht schon wieder. Ich möchte nicht so viel kämpfen. Gut, aber auch gerade das eben mit dem Fossil. Fossile zerbrechen ja wirklich, wenn man nicht gut genug mit ihnen umgeht. Und das fand ich gerade eben richtig schön realistisch. Kaum habe ich diese Riesenkarten bekommen, muss ich sie schon wieder in den Kampf schnipsen. Weil hier überall diese Gegner sind. Aber die geben auch gut Hammerpappen. Und deshalb kann ich dem jetzt ehrlich gesagt gar nicht groß böse sein. Denn so schlecht ist das hier ja nicht. So. Los. Mach ihn alle! Ja, super! Hier müssen wir echt mit den großen Karten arbeiten. Fällt mir aber, muss ich sagen. Nein, die Hammerpappe ist oben! Muss dahin! Ja! So wird was draus. So, komme ich auf diesen anderen Dings da hoch, um den Block und die Münze zu kriegen. Ja, in letzter Sekunde habt ihr es merkt. So.
Ein Sprung. Jetzt das hier oben einfärben, damit ich den Block kaputt machen kann. Hui, aber... Ja, ich muss gerade echt überlegen, gab es ein Paper Mario irgendwo mal ein Level, wo alles riesengroß war? Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt wirklich nicht. Super Paper Mario? Paper Mario 1? Nee, oder? Das war ja eigentlich immer für die anderen berühmt. Die anderen Mario-Spiele. Gut, wo ist denn der Professor? Boah, macht das Spaß hier, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin immer mehr erstaunt von dem Spiel. Ich gehe jetzt noch mal den anderen Weg, denn der kam mir irgendwie ja, mehr Secret-mäßig vor, als wäre da hinten ein Dings oder so versteckt. Die Dings, muss man sagen, sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Denn in Paper Mario Sticker Star freut mich allerdings, muss ich sagen. Denn in Paper Mario Sticker Star haben sie ein bisschen zu viel auf die Dings gesetzt. Aber ihr versteht, was ich meine. In Paper Mario Sticker Star waren die ja überall versteckt und so. Aber, ja, ich bin froh, dass das hier mehr ein Paper Mario ist, versteht ihr? So, da drüben habe ich jetzt einen normalen Goomba gesehen. Hä? Kamek! Oh, du trauriger kleiner Goomba, dir kann geholfen werden. Aus dir machen wir einen traurigen Riesengoomba. Habe ich das richtig verstanden? Das ist gar nicht naturgemäß, was hier passiert, sondern... Ja, und ich denke mir, der zertrennt es nicht mal. Naja, Papier eben. Okay, Kamek steckt also dahinter. Ist gar keine normale Spezies, sondern, ja, Zauber. Hast du das gesehen, Mario? Egal, ich hab's gesehen und ich erzähl's dir. Diese Gestalt mit Brille und einem komischen Hut kam angeflogen und hat diesen Goomba vergrößert. Oh, dann hat der alles hier so groß gemacht? Glasklarer Fall. Tut mir leid, dass dieser Vergrößerungszauber... Ich werde versuchen, nicht mehr so zu schreiben. Okay, naja. Hat er die Bäume hier auch groß gemacht? Was? Wie soll ich da durchkommen? Ah, zurückdrängen. Zurück... Oder auch nicht. Ich schätze mal einfach mal, hier kommen wir noch nicht weiter. Dann gehen wir eben doch den anderen Weg. Boah, das Spiel... Also jetzt ist das Spiel, ey... Oh! Versteckte Blöcke. Oh, das ist alles ernsthaft? Oh mein Gott. Naja... Aber das Spiel gefällt mir immer und immer mehr. Ne, wirklich, am Anfang war ich skeptisch, aber jetzt sieht's richtig... Boah, also das erste Kapitel war wirklich noch ein bisschen basic, aber ab jetzt wird's richtig genial. So, wir machen jetzt gleich mal wieder die großen... Wir haben gleich mal die großen Dinger raus. Denn ich bekomme gleich zuvor, nur mit denen kommen können wir hier was erreichen. Die anderen bringen hier echt nichts. Finde es aber ehrlich gesagt auch gar nicht so schlecht, dass man diesmal, wie im Gegensatz zu Stickers, dann nicht auf Glitzer und Color... Ich hätte ihn schaffen können. Verdammt. Dass man im Gegensatz zu Stickers dann nicht auf Color und Glitzerkarten auf einmal stößt und sondern... Versteht ihr, was ich meine? Nee. Sicherheit geht vor. Wo haben wir es denn? Da. So. Schnipsen. Funktioniert auch nicht immer gut. Warte. Wenn ich ihn jetzt besiege, dann ist mein Pilz weg. Habe ich das jetzt absichtlich gemacht? Vielleicht hat man das mein Instinkt so im Unterbewusstsein gemacht, dass ich den Hüpfbogen jetzt vergeigt habe. Voll schwarz-weiß. So, ein colorloser Hüpfpushen wird es hoffentlich erledigen. Wenn der jetzt den Goomba nicht erledigt, dann frage ich mich aber echt. Ja, aber ich denke, naja, der hat ja kaum noch Farbe, Lebensenergie. Da schwindet die Farbe des Daseins aus einem heraus. So, wie der Goomba auf die Farbanzeige umstarrt. So, super. Neues Level up. Weitermachen. Boah, die Münzen hier wirken voll, wirken jetzt bestimmt voll wertvoll, aber das sind sie nicht. So, Alter, was mache ich? Ich werde noch süchtig, wenn ich hier die ganze Zeit weiterspiele. Wisst ihr was? Hier teilen wir jetzt den Part. Das beschließe ich jetzt einfach. Tschüss.